Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Geht es euch auch so, dass wenn ihr Schwarz-Weiß-Fotografien betrachtet, die Bilder für euch häufig nicht real wirken, nicht glaubwürdig wirken, als würde ihnen das Leben fehlen? Es gibt Künstler, die alte Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren. Sie untersuchen dabei genau, welche Farben zu jener Zeit in jedem Moment wahrscheinlich auf dem Foto waren. Und dann färben sie die Bereiche nachträglich ein. Die Ergebnisse sind absolut beeindruckend und wir haben heute für euch einige der besten kolorierten historischen Fotos zusammengesucht. Dieses Bild ist aus dem Jahr 1947. Aufgenommen wurde es am Times Square in New York. 1963, kurz nach der Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy, wurde hier der Mörder Lee Harvey Oswald von der Polizei abgeführt. Einer der brutalsten Kämpfe und der wohlmöglich wichtigste im 21. Jahrhundert. Die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944, auch der D-Day genannt, forderte unzählige Opfer auf beiden Seiten. In dieser Schlacht wurden nicht nur Berufssoldaten eingesetzt, viele der Kämpfer waren eigentlich Lehrer, Bäcker, Polizisten oder ähnliche gewöhnliche Bürger, welche noch nie eine Waffe bedient hatten. Der bekannteste Zeppelin der Welt, die Hindenburg, geht in Flammen auf, nur ein Jahr nach ihrem Jungfernflug im Jahr 1936. 36 Menschen kamen um, als das Luftschiff im amerikanischen Lakehurst Feuer fing und zu Boden stürzte. Der junge Mann auf diesem Bild ist einer der bekanntesten Schauspieler aller Zeiten. Charlie Chaplin ist hier zu sehen im Jahr 1916. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war der Filmpionier gerade mal 27 Jahre alt. Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, blickt hier so düster in die Kamera eines jüdischen Fotografen. Das Bild ist aus dem Jahr 1933 aus einer Konferenz in der Schweiz. Dieses Foto ist von der Londoner Themse aus aufgenommen worden. Die Brücke, die sich hier noch im Aufbau befindet, ist die Tower Bridge. Ja, man könnte meinen, die Tower Bridge ist doch schon sehr alt. Und das ist sie auch. Das Bild ist nämlich aus dem Jahr 1889. Dieses Bild zeigt Nikola Tesla in seinem Büro in New York. Es ist aus dem Jahr 1898. Ein mildes Lächeln ziert das Gesicht dieses Mädchens. Es ist die Tochter japanischer Einwanderer und in diesem Foto wartet ihre Familie auf den Bus, welcher sie in ein Straflager bringen soll. In den USA wurden nach dem Zweiten Weltkrieg japanische Immigranten in sogenannte Internment Camps geschickt, da man Angst hatte, dass sich die Bevölkerung mit dem verfeindeten Japan solidarisieren würde. Deutsche und italienische Immigranten erfuhren dieses Schicksal nicht. Dieses Bild zeigt die Folgen einer Atombombe. Häuserruinen von Hiroshima sind hier zu sehen, kurz nachdem die USA die Stadt mit einer Atombombe zerstörte und fast sämtliches Leben auslöschte. Ein positiveres Bild ist dieses Foto aus dem Jahr 1961, der legendäre Jazz-Trompeter Louis Armstrong mit seiner Frau Lucille im Urlaub in Ägypten. Dieses Foto ist aus dem Jahr 1903. Es zeigt Wilbur Wright, einen der Gebrüder Wright, mit dem ersten Flugzeug der Welt. Das letzte Foto zeigt Adolf Hitler mit dem finnischen Offizier Carl Gustav Mannerheim. Das Bild ist aus dem Jahr 1942. Eigentlich wollte ich das Video nun beenden, doch bei meiner Recherche zu dem Bild bin ich auf eine Aufnahme gestoßen, die genau diese Konversation wiedergibt. Von Hitlers privaten Konversationen gibt es eigentlich kaum Tonaufnahmen, daher ist es umso verblüffender, dass genau zu diesem Bild eine solche existiert. Hier ist nun für euch ein Auszug aus dem Gespräch zwischen Hitler und Mannerheim. Hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie im Wirklichen. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihrem Schild. Ganz klar. Das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig geworden. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn ein General von mir erklärt hätte, dass hier im Staat 35.000 Panzer in dieser Ziele, Herr, Sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, Sie sehen Gespenster.